Hallo und herzlich willkommen zum Headstorm am Things Tuesday. Oder am Things Tuesday zu Headstorm. Willkommen in meinem Wirtshaus. So, da werden wir mal, ich denke mal mit den Schamanen spielen auf jeden Fall. Weil ich da drei Spiele habe. Schamanen habe ich noch kein Deck von gebaut. Dann mache ich mal jetzt ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Ganz schnell. Lassen wir die beiden Decks da. Den Druiden und den Schurken. Neues Deck. Wo ist denn da? Ist er der Troll? Der alte Troll. Eigenes Deck bauen. So, dann schauen wir jetzt mal. Hier haben wir noch keinen. Also, ich mache das jetzt wie immer. Ich nehme meine legendären Karten und meine Karten, die den einen unterstützen, Citon oder wie der auch immer da hieß. Ah, hier. Jo, da ist Citon. Meine ersten zwei. Es müssten am Ende eigentlich, glaube ich, 13 Karten sein, war das. Schon einen übersehen. Fehlt doch noch mal eine Zweierkarte. Ah, ne. Doch, da fehlt eine. Ach, da. Ist mein. So, und jetzt müsste hier gleich die nächste von Citon kommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es wieder ein bisschen leckt. Oder meine Latenz ein bisschen höher ist. 13? Ach, 12, genau. Mal durchschauen. Bin mir nicht sicher, ob 12 waren. Ja, 13. Da. 13 waren es. So, und jetzt, was ich als nächstes mache, ist ja alle Leute mitnehmen. Da war ja nichts, die ich habe. Zauber, den brauche ich auch auf jeden Fall, wenn der Gegner eine gute Karte hat. So. Zwei Karten habe ich noch übrig. Den Zauber habe ich. Ach hier. Mensch, die habe ich ja noch gar nicht. Mensch. Ich habe so viele Leute. Ja, auf jeden Fall, den brauche ich auf jeden Fall. Auf jeden. So, das ist wahrscheinlich kein Superdeck, aber wir versuchen mal unser Glück. Schamane. Den müssen wir dreimal gewinnen. Ich denke mal nicht, dass ich die dreimal jetzt so schaffe. Ich hoffe mal, dass ich jetzt zwei Runden hintereinander schnell gewinnen werde. Und vielleicht bin ich auch ganz schnell, dann könnte ich vielleicht drei schaffen, aber ich denke eher weniger. Schauen wir mal auf die Uhr. Thrall gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Eure Zeit ist gekommen. Sieg oder Tod. Also, wie immer, die zwei Sechser weg. Die bald mal erstmal. Ach, ist jetzt heute ein Neuner dabei. Ah, cool. Überladung. Ja.
Ach, Mist. Hat er mich da einfach weg? Die Sau, die stören mich hier weg mit dem. Okay, jetzt haben wir den. Hätte ich den lieber ausgespielt. Obwohl, der wäre wahrscheinlich gleich beim ersten Mal dann. Ich hab das Kriegsbeil ausgegraben. Och je, habe ich den angegriffen? Ich verliere die Runde. Oder ist er offline? Ist er offline? Ist nicht offline. Was jetzt? Nein, das kann er doch nicht machen. Super. Willkommen beim großen Turnier, Champion. Das war's. Ich habe die Kraft. Spürt die Macht der Wilde. So. Nehmen wir gleich den hier, machen mein Leben wieder auf 15. Oder spielen wir erst den raus. Den raus. Das war's. Den raus. Ich blute für Kato.
So. Jetzt sieht es auch einigermaßen besser für mich aus. Aber nur einigermaßen. Als nächstes musste ich den raushauen. Das Festmahl der Seelen beginnt jetzt. Wieder so einer. Kommt, ihr Kleinen. Hört ihr seinen Ruf? Ja gut, dann muss ich doch den rausholen. Hört gut hin. Spürt die Macht der Winde. So. Ich blute für Kato. Ach Mensch. Lass diesem Herzen sprechen. Warum holt er mal solche scheiß Karten raus? Seid ihr mein Meister? Jetzt ist der weg. Okay. Warum macht er das? Ah, deswegen. Mein Traum endet. Euer Albtraum beginnt. Hör gut hin! Jetzt habe ich verloren. So, dann schmeißen wir nochmal. Das hat schon ziemlich lange gedauert. Ich hoffe mal, die nächste Runde geht ein bisschen schneller. Die muss einfach schneller gehen. Thrall gegen Gul'dan. Gul'dan wird mir gehören. Eure Zeit ist gekommen. Das ist doch perfekt schon hier. Das sind alle drauf. Grüße. Grüße. Sag ich mal den, dann nehmen wir den. Das Licht beschützt mich. Dann nehmen wir den? Nein, wir nehmen den. Seid ihr mein Meister? Eure Diener werden euch im Stich lassen. Nein, warum werden sie nicht meine Diener im Stich lassen?
Oder vom Gegner? Aber mal hier über das Licht aus. Ach, das ging ja gar nicht. Was habe ich? Die Tür ging es. So. Den Brunnen wegschmeißen. Den Eimer schrubben. Kisten zerstören. Geht's hier lang? Das war's. Oh, Mist. Haha, jetzt aber. Zack. Zack. Geht's hier lang? Und zack. Jetzt geht's hier los. Danach schmeiß ich den raus. Das Licht beschützt mich. Hört ihr seinen Ruf? Erhält einen Angriff nach dem Okay. Und das jedes Mal. Wieder kein Diener auf Hand. Beschwört ein zufälliges Totem. Habt ihr Fisch dabei? Jetzt sieht's doch schon mal richtig gut aus. Freu, freu, freu! Nein! Es sah gut aus. Mach ich ihn jetzt? Schmeiß mal den hier raus. Zerstören den. Und weiter geht's hier. Zack, zack, keine Zeit. Danach legen wir den raus. Kaufen oder verkaufen? Jo, nicht schlecht. Ein Schild für Argus. Oh, das ist 6, 7, 8, 9. Nehmt das. Ah, ich hab verloren. 8, 13, nein. Gut gespielt.
Ich bringe Leben und kein Ende. Was hat denn der da? 10, 20, 15. Ich habe große Pläne. Verloren. Gut gespielt. Na gut. Jo, das war's denn für heute mit den Things Tuesday. Anscheinend habe ich Scheiße gedacht. Und beide Spiele verloren. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.